Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter. Ja, heute möchte ich euch das neue Item vorstellen, was im letzten Update dazugekommen ist. Und zwar ist ein Jagdhorn dazugekommen. Wir gucken uns jetzt erstmal das Modell des Jagdhorns an. Also die, ja, ich will euch erstmal das Modell zeigen, wie das Jagdhorn so aussieht. Ein komplett schlichtes Jagdhorn, ganz normal. Aber das Modell ist extrem schön. Also man muss hier sagen, hier hat sich das Team wieder sehr viel Mühe gegeben. Sieht sehr schön aus. Und das Jagdhorn sieht nicht nur schön aus, sondern es hat auch eine Funktion. Man kann insgesamt 4 Signale von sich geben. Zum einen halt ein Begrüßungssound, so auf zur Jagd heißt der. Dann ein Sound, also ein Ruf oder eine Melodie für die Jagd ist zu Ende. Dann einmal zum feierlichen Anlass und einmal, wenn ein Tier erlegt ist. Das Jagdhorn kostet 350 IM-Dollar und nimmt im Rucksack einen Platz von 0,75 Kapazitätseinheiten weg. Also ist gar nicht mal so groß. Man muss aber bei dem Jagdhorn einen eigenen Slot auswählen. Ich habe es jetzt hier auf die 9 gelegt. Kann ja jeder selber entscheiden, wo es hinlegt. Aber es braucht einen separaten Platz. Oder man hackt es einfach nur im Rucksack und nimmt es zum Versendungszweck einfach auf einen anderen Slot. Ich zeige euch jetzt erstmal die Töne. Wir haben hier nicht das standardmäßige Steuerrad, wie man es zum Beispiel von dem Hundeleckerli gewöhnt ist oder von den Emotionen, also hier dieses Winken oder Daumen runter und so, sondern man wischt. Also man klickt mit der linken Maustaste, wischt dann, sage ich mal, nach oben, also nach oben, nach rechts, nach unten und nach links und wählt somit die Melodien aus. Ich zeige euch jetzt erstmal den ersten, das ist Auf zur Jagd. So, gefolgt von Die Jagd ist zu Ende, da muss man dann nach unten wischen. Auf der rechten Seite haben wir den feierlichen Ruf bzw. Lasst uns feiern. Und zu guter Letzt auf der linken Seite Wild erlegt. So, was kann man sonst noch zu dem Jagdhorn sagen? Eigentlich nicht viel. Ich finde es sehr schön. Es erfüllt seinen Zweck. Der Preis ist gerechtfertigt, weil wir haben hier ein neues Modell von etwas, das ist nicht recycelt. Wir haben hier ein komplett neues Erlebnis. Sowas gab es auch noch nicht in The Hunter. Also The Hunter wird dadurch auch ein bisschen realistischer. Ich sag mal, man könnte sich mal einigen, den Chat komplett auf der Map auszumachen und halt nur mit so einem Jagdhorn sich Rufe zu geben. Ja, ich gebe dem Horn auch 5 von 5 Sternen, weil ich finde, der Preis ist gerechtfertigt und jeder, der halt eine realistischere Jagd haben möchte, sollte sich dieses Jagdhorn holen. Wir sind jetzt hier auch am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, weil es werden in Zukunft immer wieder weitere Videos folgen. Ja, und dann würde ich sagen,
Bis zum nächsten Mal.